Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem spannenden Video. Wie ihr alle wisst, je nachdem ob ihr schon iOS 6 installiert habt oder nicht, ist die YouTube-App verschwunden. Aber Google hat schon eine YouTube-App selber wieder gemacht und in den App Store gestellt. Allerdings ist diese im deutschen App Store noch nicht verfügbar, sondern bis jetzt nur also in Amerika und sogar auch in Österreich, was sehr komisch ist, aber eben noch nicht in Deutschland. Und deshalb müssen wir so lange halt entweder über Safari gehen, auf die mobile YouTube-Seite mit m.youtube.de, oder wir suchen uns halt eine App, die es bis jetzt schon gibt. Und in diesem Video stellen wir euch eine kostenlose YouTube-App vor, die, wie wir finden, die beste im App Store ist, und zwar heißt die Jasmine. So, hier haben wir erstmal hier die Einstellungen. Da könnt ihr euch auch also dann anmelden. Ich würde euch empfehlen, in den Einstellungen anzumelden, weil da müsst ihr dann halt die E-Mail-Adresse eingeben und euer Passwort, weil da funktioniert es, wenn ihr euch zum Beispiel dann, wenn ihr auf Abonnenten drückt, wenn ihr euch dann anmeldet, dann hat es bei uns nicht funktioniert. Dann haben wir jetzt hier auch schon mal eine Suchfunktion. Wir können jetzt hier was eingeben, zum Beispiel eben einen Pep-Tester. Dann auf Suchen. Sucht und zeigt uns die Ergebnisse hier an. So, dann gibt es hier Pros. Das heißt so nach Sachen suchen, also zum Beispiel hier Future und also die bekannten Sachen halt von YouTube und die bestbewerteten und die am meisten angeguckten in letzter Zeit und so und hier meist angesehen und so weiter. Dann könnt ihr hier noch eure Favoriten angucken, wenn ihr euch angemeldet habt. Eure Playlisten könnt ihr angucken. Beispiel, ich habe jetzt hier eine Playlist mit den Neuerungen in Mountain Lion. Haben hier jetzt die verschiedenen Videos. Dann habt ihr, kann man jetzt hier auf seine Abonnenten. Jetzt mal auf unserem Zweitkanal MCMPKMC, wo wir Minecraft-Videos machen. Dann haben wir jetzt hier die Videos. Drücken wir jetzt hier mal drauf, dann wird es auch jetzt abgespielt. Habt ihr hier Airplay, also wenn ihr ein Apple TV habt oder auch über einen Lautsprecher, und hier Pause und so weiter. Fertig. Wenn ihr jetzt also hier auf den Text drückt, dann habt ihr jetzt hier Play Video. Hier könnt ihr, also hier seht ihr die Kommentare, dann könnt ihr jetzt hier oben einen Kommentar schreiben. Hier habt ihr jetzt den Benutzer, das heißt jetzt in dem Fall im MCMPKMC. Wenn wir da drauf drücken, dann kommen wir jetzt sozusagen zum Kanal, können jetzt hier oben entweder halt abonnieren oder deabonnieren. Hier haben wir, sieht man halt die Beschreibung, wenn derjenige eine Beschreibung hat, und dann werden halt hier die Videos aufgelistet, die er hat. Ja, hier kann man noch zu Favoriten machen, eine Playlist hinzufügen oder auch sharen über Mail, über iMessage, Twitter oder den Link dieses Videos kopieren. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich alles auch schon so einigermaßen. Wir finden es eine sehr schöne Aufbau der App und eine sehr tolle Alternative, bis dann die YouTube-App von Google erscheinen wird. Ja, die ist dann auch kostenlos. Ja, und dann bis zum nächsten Video.